Er geht in die Garage, drückt da irgendwo rum. Die Betonwand schiebt sich an die Seite. Und er nimmt ein paar Schlüssel raus und er wirft dir einen Schlüssel zu. Ersten Gefährt die Plane runter. Ein Porsche 928. Ja, ich hab's gesehen. Der ist für dich. Okay. Der bringt uns hier aber nichts in der Wüste. Dann wirft er dir einen Schlüssel zu. Der ist für dich. Das schon eher. Ja, voll. Sehr schön. Das finde ich gut. Du hast ja vorhin gesagt, mein Auto hat dir nicht gefallen. Richtig. Dann willst du es also nicht fahren. Richtig. Dann, falls du einen schwarzen hast, den nehme ich sofort. Ich habe leider nur den Camaro. Den kriegt dann der Polizist. Du darfst also gerne. Ja gut, dann nehme ich den, der ist auch cool. Den Bel Air nehmen. Nicht schlecht, der schlecht. Hinten steht übrigens auch noch ein großer Truck. Der Motor ist auseinandergenommen. Reno. Ist cool, ne? So. Offensichtlich kennst du uns ja. Weißt du denn die ganzen Codenamen noch? Condor, Thunderbolt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist Thunderhawk, aber das macht ja das Ding fast Hawk. Genauso. Wie gesagt, war niemals so mein Favorit. Hurricane und Shark. Nee, ich vor ein paar Jahren beinahe mal auf eBay gekauft. Was ist eBay? Ah, das ist egal. So, und wie sieht das jetzt aus noch mit Waffen? Ihr habt die Waffen bereits. In den die Autos. Fahrzeuge. Die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge. Ach was. Die sehen nur aus wie normale Fahrzeuge. Ja, ich. Muss immer im Handschuhfach gucken, ob da eine Anleitung drin ist. Ich suche im Handschuhfach. Im Handschuhfach ist eine Anleitung drin. So dick. Also das kann noch ein bisschen dauern, bis wir die fertig machen. Ich muss erstmal lesen. Auf Recyclingpapier gedruckt. Perfekt. Mit so Zeichentrickfiguren, die das auch so zeigen. Also auch mit Bildern. Auch mit Bildern. Sind wir hier ein Bilderbuch. Jawohl. Okay. Ich glaube, es fehlt noch was. Masken. Mhm. Du musst ein Insider sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was denn jetzt für Masken? Ich habe präzise Informationen. Er macht einen Spind auf, einen großen Spind, und holt da eine Maske raus. Also sieht aus wie ein Motorradhelm, wo unten noch was dran ist. Ne? Großes, langes Ding für über den Kopf. So, bisschen verstaubt das Teil. Das stellt er auf die Werkbank. Da schließt er so ein dickes Kabel dran an von hinten. Das glüht dann einmal so ein bisschen und das macht er mit drei anderen Masken auch. Die sehen alle unterschiedlich aus. Aha. Was bringen einen die Masken? Aber mehr so Richtung Helm oder wie? Ja, so ein Helm, eine Maske, die den Kopf komplett umschließt. So, bitte nicht im Helm husten, das ist unhygienisch. Ich nehme den Helm, der über die Augen geht. Tut mir leid, die ist ein bisschen beschädigt. Nein. Du kriegst diese hier. Das ist die Maske, die in deinem Auto am besten aufgeladen werden kann. Blaster 2 Maske. Weißt du auch, wie man diese Maske aktiviert? Nee, das ist nicht mehr so geläufig. Ja. Bitte was? Ich hab nicht zugehört. Ja, ich hab dir zugehört. Hieß das nicht einfach die Funktion der Maske Blaster On? Blaster Action, muss man sagen. Blaster Action, ah. Ja. Gut. Diese Maske schießt Ultraschallstrahlung ab und zerstört Objekte, kann aber auch als Gegenwehr gegen andere Strahlen benutzt werden. Was für einen Wert hatten die? Die kostet bestimmt einige tausend Euro, Dollar. Ich verteile erstmal die Masken. Was ist der Euro? Einige tausend Dollar kostet die bestimmt. Diese Maske gehört zu Condor. Merkt ihren Namen, Hokus Pokus. Hokus Pokus. Die Maske kann ein Hologramm erzeugen und ist so lange aufrechterhalten, wie du dich konzentrierst. Okay. Diese Maske gehört zu Thunderhawk. Hast du sie aufgeschrieben? Thunderhawk. Spectrum heißt die Maske.
Die Maske verwandelt Energie von Licht. Du kannst damit Dinge zerstören oder auch selbst fliegen. Diese Maske gehört zu Shark. Eigentlich ein bisschen zu klein für dich. Es ist eine Frauenmaske. Sie gehört zu Gloria. Toll. Ach ja. Oh, was kann meine Maske? Deine Maske ist wohl eine der mächtigsten bei uns. Aura heißt die. Du kannst damit ein Schutzschild errichten. Geil. Dein eigenes Auto umschließen. Dich selbst wasserdicht machen. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Musik im Kopf. So, du nimmst jetzt mal bitte einen W6. Einen W6? Würfelst darauf. Würfel? Einfach würfeln. Ohne alles. 3. 3, das heißt, deine Maske hat Stufe 5. Stufe 5 müsstest du dir aufschreiben. Die Aktivierung kostet einen Intellektpunkt. Und sie wirkt halt auf lange Distanz, das heißt maximal 30 Meter. Kannst du damit Objekte zerstören? Oder strahlen oder sonstiges stören. So, und dann schreibst du noch unter, wenn du fertig bist. Verbrauch 1 von 1W20. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Maske benutzt hast, musst du würfeln, 1W20er. Und wenn du eine 1 würfelst, dann ist die Energie der Maske alle. Achso, ich dachte, dann hat sie nur einen verloren. Nein, sie verliert gar nichts. Also, ja. Sie verliert nur, wenn du eine 1 würfelst. Dann funktioniert sie dieses Mal noch, aber danach das nicht mehr. Kann bei Patrick ja passieren. Oh, bist du fies. So, Hokus Pokus, bitte. Ja. Hast du schon aufgeschrieben, ne? Ja, habe ich schon. Auch einen 6er würfeln, bitte. Plus 2, das ist die Stufe. 3. Also, da ist die Stufe 3. Garrett und Dings können das auch schon mal machen. Garrett drei. Und Dings, das oh, 5 plus 2. Plus 2, genau. Also 7. aber mich auslachen. Du kannst Hologramme erschaffen von Dingen, die du direkt sehen kannst. Okay. Du kannst also ein Ding sehen und kannst davon gedanklich ich dann... Ich sehe eine Pflanze, kann da eine Pflanze machen. Du kannst eine Pflanze machen, du kannst auch die Pflanze bewegen. Okay. Du musst nur dich dann darauf konzentrieren, dass die Pflanze da bleibt. Sonst bleibt sie nur für eine Runde und danach ist sie weg. Okay, gut. Okay, kostet nichts extra. Wenn du Hologramme machen möchtest aus deinem Gedächtnis, kostet es 2 Intellektpunkte extra. Okay, also 3 dann. Wenn du einen Dinosaurier hinmachen willst... den du ja nicht vorher gesehen hast. Aktuell musst du 3 insgesamt bezahlen. Kann das Bild nicht aus ihrem Kopf projizieren? Ja, eben, deswegen. Doch, ja. Kann sie. Ah. Aus ihrem Kopf, da kostet es aber mehr. Aha, gut. Wenn sie das Objekt sieht vorher ein oder direkt, dann kostet es weniger. Okay. So, Verbrauch 1 von 1 W100. Oh. Wenn du eine 1 von einem W100 würfelst, dann funktioniert sie nur dieses Mal noch und danach ist sie verbraucht. Spektrum. Jo. Ja, das hast du schon, genau. Ein Stufe Intellekt 7. Kostet die Aktivierung. Genau, die Maske projiziert Lichtenergie, lässt dich damit schweben zum Beispiel. Warte mal, was war es? Projiziert Licht und Energie? Projiziert Lichtenergie, um Dinge zu zerstören. Ach so. Oder lässt dich schweben, deinen eigenen Körper. Oder Objekte, die ebenso groß sind wie du. In kurzer Distanz, also 15 Meter Entfernung maximum. Verbrauch bei dir auch 1 von 1 W100. Wenn du eine 1 würfelst. Puh. Exitus. So, bei dir ist ein bisschen mehr. Das war so klar. Aura. Ja. Also, kann ein Schild in beliebiger Größe errichten. Ja. Um ein Fahrzeug herum, selbst wenn du drin sitzt. Oder als Abwehr für Dinge und Personen. Kannst du dir aufschreiben, wie du möchtest. Das Schild wirkt wie 10 Punkte Panzerung. Selbst dann, wenn die Panzerung ignoriert wird, wirkt das Schild trotzdem. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und... das ist dann ein Verbrauch von 1 von 1W20. Also ein W20 danach würfeln. Zweite Funktion. Du hast die Möglichkeit, Maschinen direkt anzuvisieren und ihnen die Energie abzusaugen. Motoren oder sonst irgendwas. Mhm. Und diese Energie, die du absorbierst, auch bei einem Schild, kannst du direkt in eine Richtung, in eine beliebige Richtung feuern. Abfeuern als Energie. Energized Partikel oder irgendwas in der Richtung. Mikrowellen, wie du möchtest. Dafür ist der Verbrauch aber 2 von 1W6. Denn die Gefahr der Überhitzung dabei ist sehr groß. Okay. Also muss ich zweimal einen W6 würfeln. Du musst einen W6 würfeln und wenn du eine 1 oder eine 2 würfelst, dann ist die Maske überhitzt. Ui. Und funktioniert danach nicht mehr. Also die Maske kann ich dann gar nicht mehr gebrauchen dann. Kopfschutz. Dann musst du sie wie aufladen oder beziehungsweise... irgendwie abkühlen lassen, wie irgendwie so war das. Lies das Handbuch. Matti, wenn sich meine Maske überhitzt, wie kann ich
Wenn sie überhitzt, kann sie Matsch sein. Dann müssen wir die Transistoren austauschen und neu laden. Matti betätigt den Hebel wieder und die... Und die Musik geht an. Nein, es fährt. Die Metallklappen heben sich. Es fährt wieder auf. Ihr könnt draußen das Schlachtfeld sehen. Überall Einschläge. Auf der Straße, da wo das Auto stand, an der Tanksäule. Die eine Tanksäule liegt da hinten noch irgendwo weggeschleudert. Oben sieht man gerade noch den Felsen wieder auf die Bergspitze klappen. Nein, das große Tankstellenschild ist einmal nach unten gebogen, als wenn es in der Mitte geschmolzen wäre. Und in dem Tankstellenschild, aus dem Tankstellenschild, ragen zwei Maschinengeschütze raus, die offensichtlich auf das Auto gefeuert haben. So sieht das aus. Ja, mit seiner Lavamaske drauf gefeuert. Gut, dass du da bist. Wenn die anderen Fragen haben, sollten sie dich fragen. Ein paar Sachen weiß ich noch. Okay, was kann mein Auto alles? Finn Wasser und Finns raus. In der Wüste. Dummerweise, ja. Dummerweise? Ich bin nutzlos. Soweit ich mich entsinnen kann, kann dein Auto so nur fahren. Hast du ein Maschinengewehr noch für mich, was ich halten kann? Was ich halten kann. Ja, deswegen auch Shark. Hi. Ja, toll. Fisch. Ja. Fisch. In der Wüste. Es Fisch am Trocknen. Was macht mein Auto? Dann liegt er auf der Seite und zappelt rum, oder was? Ein anderes Auto habe ich nicht fertig gekriegt. Krieg ich schon irgendwie hin. So, wo finden wir den denn jetzt? Na ja, schaut doch mal in die Autos. Ich setze mich in mein Auto. Ja. Du siehst in deinem Auto so einen kleinen Monitor. Mhm. Mit so grünem Raster drauf. Da ist ein Punkt. Kit. Da ist ein Punkt in der Mitte. Ein orangener Punkt, der immer so macht. Das bin ich. Und Matti sagt dann, ja, hier. Da, jetzt wisst ihr, wo ihr lang müsst. Also, wir müssen zu diesem Punkt. Naja, sagt doch der Display eindeutig, das erkennt doch jeder. Und was sagt das Display, wo ich bin? Das ist, aber du bist doch das Display. Ich bin das Display, alles klar, gut. Ich bin das Display. Und wo müssen wir lang? Folgt einfach dem Punkt. Ich setze mich auf meinen. Ihr könnt auch den Assistenten aktivieren. Ja, fahren wir da hin. Ja, einsteigen. Achso, ja, Waffen haben wir ja. Sollten wir mal losfahren und gucken mal. Ich will erstmal versuchen, ob mein Auto startet. Ja, das startet 1A mit sattem Sound. Ey, das ist ein Porsche. Das klingt wie Auspuffschaden. Fährt wahrscheinlich mit Wasser. Toll, tanken. Los, ja, ich hole ja meinen auch aus der Garage raus. Dann hol mal deinen aus der Garage raus. Ja. Er fährt. Hä? Er fährt. Ja, er fährt. Was soll er sonst machen außer fahren? Sie hat auch ein Pferd. Das Pferd. Stimmt, verstaubert er den Zossen ganz gut. Auf dem Motorrad. Genau. Sozius, Beiwagen. Sie hat hinten so ein Körbchen. Hinten auf dem Rücksitz. Vor mit Kabelbinder als Galionsfigur. So, wo machst du es jetzt? Wo machst du es fest? Meinst du? Vorne am Lenker. Was mache ich mit an Auspuff Pferd? Anbinden. Hast du einen Rucksack? Ich habe einen Kofferraum. Ich auch. Ja, mein Pferd kann bei dir mit rein. Mal gucken, erstmal das Auto an. Sehr nett. Klappe auf, rums rein, zack. Donny, Kofferraum hinten auf dem Rücksitz. Nee, Kofferraum. Nee, nachher macht's da hin, bist du irre. Was? Nein, das macht nirgendwo hin. Weil ich schön Alcantara-Sitze. Warte. Dein Kofferraum ist übrigens komplett voll mit Sägeblättern. Aha, ja, da kommt es nicht rein. Du siehst nämlich, dass da drin ein Sägeblattwerfer ist, der nach hinten hinzieht. Da kommt es nicht rein. Erst recht. Mit dem Pferd. Ja, da haben wir leider keinen Platz. Wird das Fett noch geschmissen. Ja, komm, dann sitz auf dem Beifahrersitz. Aha, danke. Das Pferd macht so. Das Pferd macht mit der Hufe. Hast du einen Schleudersitz? Nein. Hast du das gerade gemacht? Ja. So, da wir das ja geklärt haben, dann könnten wir uns ja auf den Weg machen. Und was ist mit meinem tollen alten Funkgerät? Und hab ich nicht. Ich habe keinen Platz im Kofferraum. Dann bleibt das da. Würde mit dir auf geht's. Setzt du die Maske auf? Ja. Ja. Mit Musik aber. Als du die Maske aufsetzt, aktiviert sich so ein Display drin und du hörst eine Stimme. Was sagt sie denn? Pferd. Willkommen beim Mobile Armored Strike Command. Hallo. Das passiert bei euch allen. Aha. Servus. Grüezi und hallo.
Naja, ich hab den Deckel erstmal weggelassen. Wollen Sie nach Österreich fahren? Was? Wir wollen dem Punkt folgen. Sie haben einen Hinweis gegeben, dass Sie nach Österreich fahren wollen? Nein, ich meine Maske programmiere. Abbrechen! Und Autopilot. Wo will er hin? Ich möchte gerne diesem Punkt auf dem Display folgen. Route programmiert. Aha. Volltron-mäßig. Zu diesem. Das wird schief gehen. Du fährst also vor, oder was? Oder wer fährt vor? Ja, wir haben alle genug Platz. Alle nebeneinander, alle vier. Durch ein Tor, was nur gerade mal so breit ist, dass da ein Auto durchpasst. Nein, ich bin natürlich zuerst rausgefallen, weil ich ja vorne in der Gerade stand. Ach so. Hinten. Sehr gut. Ich fahre dann hinter ihm. Okay. Weil ich will in der Nähe von meinem Pferd sein. Ich bin der Nächste. Ich bin das Schlusslicht. Du bist das Letzte. Pferd sind auch der Beifahrerseite. Ei, ei, ei. Die Beifahrerseite ist übrigens ziemlich eng beim Pferd. Es ist kein ganzer Sitz dort vorhanden. Macht ja nichts, dann zumindest kriegst du die Pfote rein, um ihr Pferd zu streicheln. Ja. Denn der Beifahrersitz ist einmal geteilt und da ist so ein Flakgeschütz einmal im Innenraum. So schräg steht das da. Geht direkt gegen die Scheibe. Ich bin gerade noch überlegen, konnte der auch Reifen verschießen mit Klingen dran? Ihre Frage irritiert mich. Nee, das verwechselt gerade mit dem Pickup. Den er davor hatte, bevor er den gekriegt hat. Ja. Der Computer guckt Fragen. Der Computer füllt den Cockpit mit Fragezeichen. Computer, wie ist das Fahrzeug von Hondo vorher? Hondos voriges Fahrzeug war der Firecracker. Ja, ne? Und das war ein Pickup. Ein roter Pickup. Hochgefahren ist und oben dann die Kabine drehen konnte und auch Scheiben verschossen hat. Genau. Nachdem der Schrott gegangen ist, hat er den gekriegt. Schrott gegangen. Mitnichten. Computer, bestimme die Strecke, den schnellsten Weg. Strecke bestimmt. Ziel. Der Punkt. Ja, aber er bestimmt eine Funkverbindung mit den anderen auch. Ja, ihr könnt direkt miteinander sprechen. Ihr hört euch alle im Helm. So, ich denke mal, ihr kriegt alle dasselbe angezeigt. Ja. Und dann sollten wir da jetzt einfach in die Richtung fahren. Alles klar. Er macht erstmal fett Musik an. Fette 80er-Mucke. Ich wollte gerade sagen. Mit Michael Jackson und so. Ach so. Ihr fahrt also den Punkt hinterher, ja? Richtig? Ja. Oder? Jupp. Okay, gut. Die Straße geht weiter, fährt irgendwann so einen Hügel hoch und ihr könnt nicht sehen, was dahinter ist. Und als ihr auf dem Zenit des Hügels seid, seht ihr, dass da überall so Schluchten sind in der Landschaft. Also komplett bis zum Horizont ist da eine Schlucht, wo irgendwas Blaues rausstrahlt oder so. Und dann noch mehr Cracks, also Schluchten da hier und da. Und die Straße geht direkt rüber und ihr seht vorne eine Stadt. Die Landschaft ändert sich abrupt. Es ist auf einmal waldig. Die Stadt ist eher so eine Kleinstadt. Da ist ein Meer. Da ist ein Hafen. Da gehe ich hin. Ein großes Schiff hat da angelegt. Und da vorne steht dieser GTO am Hafen und erzählt gerade mit irgendwem, dieser Typ da. Ihr könnt ihn direkt sehen. Als ihr dem Hügel runterfahrt, es ist so, als ob die Landschaft hinter euch komplett verschwunden ist. Ihr seid, als wenn ihr kilometerweit gefahren seid, aber es ist gar nicht so. Und er steht da so und redet mit einer Dame. Mit einer Dame? Ja, mit einer Frau. Hat eine Chipshüte in der Hand. Ja, woher hat er die wohl? Erzählt gerade von so einem Heldentaten, dass er gerade eine Tankstelle platt gemacht hat. Oder ja, was? Mit einem alten Mann drin. Eine Heldentat. Ja. Hurra. Weiß ja nicht, wie er das ausschmückt, ne? Der alte Mann, die brutale Sau. Mit den anderen Leuten? Der alte Mann hat die mit der Tommygun berührt. Andere Leute? Ja, die Biker da. Biker? Nö, sind keine anderen. Das ist nur diese Frau und ein Schiff im Hafen. Und sonst seht ihr Passanten, die da so kann unbeteiligt sind. Das System fragen, was für eine Stadt das ist? Willst du das System fragen? Ja. Muss das mal machen. Computer, was ist denn das da für eine Stadt jetzt vor uns auf einmal? Ja, wir sind in Kapstadt. In Kapstadt? In Afrika? Ja. Wie sind wir hier so schnell hergekommen? Ja, Sie haben die Route programmiert, ich habe Sie hingeführt. Okay, keine weiteren Fragen? Jetzt, wo ihr wisst, dass ihr in Kapstadt seid, fällt euch auch auf, dass die Bewohner halt Kapstadt-mäßig aussehen. Ne? Kapstadt-mäßig? Kapstadtianer. Eher so ein bisschen schlicht gekleidet und so. Ist offensichtlich nicht das Touristenviertel. Ja. Jetzt sollten wir die Fahrzeuge erstmal irgendwo verstecken und uns gucken, ob man sich daran schleichen kann. Ja, dann sollten wir mal auf die Bremse treten, weil wir sind 200 Meter nur noch von ihnen entfernt. Und wir quatschen ja. Ja, toll, er quatscht ja und wir sausen an ihm vorbei. Der bemerkt uns dann auch nicht. Wir sind zu schnell für ihn. Dreh ja, noch ein paar klar. Donuts. Deswegen habe ich ja gesagt, die Fahrzeuge verstecken, weil der kennt die Karren ja alle. Wieso kennt er die? Diese Fahrzeuge wurden früher von den Leuten gefahren, die deren ihre Gegner waren. Aha. Meinst du nicht, dass er dann alleine ein bisschen Angst bekommt dann? Weil er ich habe die Frau neben ihm nicht erkannt. Es kann sein, dass sie mit ihm zusammenarbeitet. Er ist vielleicht gar nicht alleine. Und er hat ein nicht gerade schwaches Fahrzeug. Das heißt... Den GTO. Ja.
der auch oder ziemlich viele mehr? Spielereien noch unter der Haube versteckt hat, wie aha, unsere Fahrzeuge auch. Und das hast du nicht erkannt, als du reingeguckt hast, Mia? Nein, habe ich nicht. Warum guckst du mich überhaupt an? Alles war voll mit Dildos. Spielereien. Gummipuppen. Das stimmt, und der Kofferraum war zu, deswegen konntest du da gar nicht reingucken. Ne? Also du bist sicher, wir sollen die Autos irgendwo abstellen. Naja, oder irgendwer meinte gerade, wir können auch dran vorbeifahren und Balloons drehen. Ich kann ja auch ein Hologramm projizieren. Na, du könntest eine Halluzination über dich selber legen und vielleicht hingehen. Und mit ihm kann, reden. Können die sprechen dann, mein Hologramm, ja? Fragst du das jetzt mich? Ja. Oder fragst du das System? Ja. Ja. Fragst du jetzt mich? Ja. Ja. Oder fragst du das System? Ja. Sowohl jetzt auch. Das Hologramm der Hokuspokus-Maske kann kein Geräusch von sich geben. Es ist nur eine Lichtprojektion. Ich kann ja mit meinem Motorrad ein bisschen näher ranfahren. So, nicht aber zu denen hin, sondern so ein bisschen... An dem vorbei, oder was? Nee, ja, so in der Nähe weiter ranfahren einfach nur, damit ich irgendeine Frau noch besser erkennen kann, damit ich vielleicht... Haben die Autos so welche irgendwie einen Tarnmodus oder so? Also da ist ja so eine Stadt, oder nicht? Computer, hast du einen Tarnmodus? Ich kann mich nicht tarnen. Können die Fahrzeuge sich tarnen? Nein, nicht wirklich. Gut. Was heißt nicht wirklich? Gar nicht oder nur zum Teil? Ich bin leider zu unkreativ, um das zu sagen. So sehen sie halt aus wie andere Leute, wie ganz normale Fahrzeuge. Ja, meine ich ja, reicht doch, oder nicht? Wie ja, aber die Typen, die kennt der da steht. Stehen die in der Stadt drin oder im Freien komplett? Die stehen im Freien. Die Stadt fängt dahinter erst quasi nicht dran an. Das ist ein direkter Hafen und dahinter. Container ist da nicht irgendwas, so? Wohinter man sich verstecken kann in der Nähe? Das sind Büsche und wenn ihr rechts rumfahrt, könnt ihr euch hinter Häusern verstecken. Dann fahre ich rechts rum hinter Häuser, Haus. Container und alles Mögliche ist auch. Ja, dann fahre ich da mal hin. Computer, kannst du uns eine Strecke berechnen, dass die uns von dem Schiff aus nicht sehen können? Wo wir dich da rankommen? Computer berechnet. Computer berechnet. Oh Gott. Ach ja, so lange. Bitte wechseln Sie die Disk. Ich wollte es gerade sagen. Seite wechseln. Bitte ne? Drehen Sie die Kassette. Ich wollte es gerade sagen. Berechnung steht und da zeigt er wieder auf dem Head-Up-Display sowas an, auch bei dir. Du kannst es auch, du weißt ja auch nicht, ob es in der Windschutzscheibe ist oder ob es in der Maske ist. Okay. Also ist ja auch, glaube ich, eine Scheibe, ne? Ja, so eine kleine da vorne. Da unten sind auf jeden Fall ganz viele Armaturen, die du gar nicht zuordnen kannst. Viele Knöpfe, okay, die man drücken kann. Ja, viele Knöpfe, die man drücken kann. Und Computer, was habe ich denn hier für Knöpfe? Oh, sind wir morgen noch nicht fertig. Sag dann gleich wieder, lesen Sie das Handbuch. Das sind die verschiedenen Kampfmodifikationen. Wenn ich hier drücke. Drückst du drauf? Nein, ich frage nur, wenn ich hier drücke. Ich kann leider nicht sehen, wo ihr Finger ist. Frag mal deinen Computer, ob er dir über dein Display anzeigen kann im Helm, wofür welcher Knopf ist. Computer, kannst du mir in meinem Helm anzeigen, wofür jeder Knopf ist? Nein. Boah. Fotorealistische Darstellung ist noch nicht implantiert. Boah, implantiert. Ich kann aber per Voice-Aktivierung die Verwandlung einleiten. Also sag irgendwas und der Computer macht's oder macht's nicht? Wollen Sie das Assistenzprogramm starten? Weiß ich nicht. Assistentprogramm? Mach ich. Willkommen, hier ist Siri. Hallo. Nein. Das Assistenzprogramm stellt Ihnen die verschiedenen Modifikationen vor. Zum Beispiel. Ja. Er verjährt sich gerade am Auto. Ah ja. Mit dem wenig Geld. Mit Knopf B28. Öffnen Sie die Heckrotoren, die sich nach oben klappen, um Condor zu einem Helikopter zu machen. Helikopter. Knopf 85 fährt das Hinterrad aus. Lass doch mal den Becher da stehen. 85? Unmöglich. Als Gegenrotor, damit Sie sich nicht im Kreis drehen. Knopf 737. Ja? Fährt das Frontgeschütz aus. Computer, eine Frage. Ja? Wie viel Nein, nicht du. Das Frontgeschütz ist ein Antimateriestrahler. Antimateriestrahler. Knopf 338. Wie viele Knöpfe hat die? Aktiviert die Kufen. Ah, 48, was? Mit der sie kurzzeitig auf 300 km/h beschleunigen können. Kufen 300. Achtung, Warnung. Bitte nicht den Rotor dabei ausgeklappt haben, da er sonst abbricht. Haben Sie sich alles gemerkt? Ich weiß es nicht. Ich frage dich später nochmal. Computer, kannst du die Frau identifizieren, die da bei dem Mann steht? Ja. Und? Wer ist das? Ach so, wollen Sie den Namen? Ja, bitte. Die Frau heißt Vanessa Warfield.
und arbeitet für Venom. Für wem? Für Venom. Deren Chef Miles Mayhem. Das heißt, wie Miles Mayhem kandidiert gerade für die Präsidentschaft. Was? Miles Mayhem ist nicht mehr der Chef von Venom. Ernsthaft? Ernsthaft, ich mache keine Scherze. Venom ist auch der Endplanet bei Leidens. Die Bösen sind an der Macht. Die Bösen? Naja. Die von der anderen Seite. Anderen sind ja ein sehr subjektiver Ausdruck. Ist nur der eine jetzt alt geworden? Sind die anderen immer noch gleich alt oder was? Nee, die werden nächstes Mal auch älter geworden sein. Wahrscheinlich die nächste Generation. Miles Mayhem, der müsste dann schon tot. Tot. Der war schon grauhaarig damals. Und die Wie anderen? Kann der Präsident werden? Alex Hector glaubt, dass sie einen Meteor gefunden haben oder etwas ähnliches, um das Altern aufzuhalten. Aha. Die haben mit der Zeit gefuscht. Weil der Typ war ja auch alleine. Wo sind die anderen? Bruce Sato glaubt, dass sie durch ein Portal gegangen sind und sich Technologien von woanders geholt haben. Agent Ryan. Er glaubt, dass aufgrund einer Videoaufzeichnung, nach der Scott verschwunden ist, der Sohn von Matt Tracker. Agent Ryan? Oder was? Agent Ryan, dieser Name ist mir kein Begriff. Trug hier einer den Namen Ryan? Nein. War mir doch so. In Kapstadt ist keiner mit dem Namen Ryan? Nein, in unserem Team. Ein Mitglied von Mask trug einer den Namen Ryan. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Und wenn dann, ich auch nicht. Wenn, dann ist auch egal. Wenn, dann ist auch egal. Ja. Also, wie wollen wir jetzt vorgehen? Ich habe nämlich keinen Plan, was. Also, ich würde sagen, irgendwie da so verstecken. Weil ist ja eine das Stadt, heißt, da können ja wir alle. Wir lassen die Autos zerstören. Wir haben ja schon gesehen, dass der nicht gerade nett ist. Also, bestrafen sollte man auf jeden Fall für das, was er gemacht hat und wie er mit dem Alten umspringt. Ja. Also, parken wir die Autos da hinten, beziehungsweise die Fahrzeuge und. Nee, der Computer hatte ja nach Ewigkeiten eine Route drumherum, dass man dich da rankommt, berechnet. Genau. Da meine ich. Da parken wir sie dann. Genau. Ja, ja. Aber ohne Maske gehen wir denn da ein bisschen oder schleichen da ein bisschen dicht daran, bis man. Ohne Maske, das heißt, Hörweite, man, lassen wir am Auto. Bis man auf Hörweite kommt. Gut, also. Ja, dann haben wir uns geguckt, dass wir da dicht daran kommen. Genau. Und was hören. Hat die uns jetzt Masken habt ihr im Auto gelassen? Genau. Ja. Genau. Ich hab meine Maske am auf. Oder im Fahrzeug. Auf das Motorrad gelegt. Und ihr Pferd habe ich auch im Auto gelassen. Hast du ein bisschen Fenster aufgehört? Nein. Hast du gesichert, dass es nicht irgendwelche Knöpfe drückt? Schlüssel abgezogen. Hydraulikwagen. Voll Lowrider. Springt hinterm Haus da so. Hörst du von hinten so. Rakete. Richtig Segelblätter. Und das Pferd macht. Hinten liegen ganz viele Menschen ohne Beine. Sägeblatt abgerannt. Ja, okay, ich bin jetzt draußen an der Stoßstange an. Nein! Oh Gott, was? Mit dem Kabelbinder. Ja, also, daran schleichen. Naja, gucken, was es da gibt. Was man wie nah wollt ihr ran? Kann. Was wollt ihr nur, erreichen mit ranschleichen? Nur so, dass man vielleicht mal ein bisschen was hören kann. Ja. Was der so vorhat. Dabei zwar die Gegend beobachten, nicht, dass irgendwo anders welche sind. Vielleicht erfährt man so, ob man die auch überraschend angreifen könnte. Meinst du, die stehen dann und sagen, jetzt könnte man uns überraschen? Nein! Aber wir sehen ja schon, ob die da mit Maske auf Kopf oder ohne, nee, Maske, ohne Maske stehen. Weit weg von den Fahrzeugen, dichter dran an den Fahrzeugen. Dicht an dem GTO gelehnt, knabbert er seine Chips. Das heißt, wir sind jetzt so nah dran, dass wir die auch verstehen können. Stehen direkt wie an so einem Bootshaus irgendwie dran. Aha. Na, aber. Und quatschen. Genau, und quatschen einfach nur. Sind Vanessa, wir jetzt schon wieder so nah dran, dass wir sie verstehen, oder? Ist da dran gelehnt? Ja, ihr könntet sie verstehen, aber sie. Aber wir sehen nur sein Auto. Ihr seht nur sein Auto. Ah. Wenn da sonst du hättest auch mit deinem Auto ins Wasser fahren können. Du hättest ganz nah reinfahren ja, können. Ja, wow. Sehr Wenn sehr ich dann absaufe, bist du schuld. Hm. Nein, das verwandelt sich in ein U-Boot. Das hat ihm ja vorher keiner gesagt. Hat er auch nicht gefragt. Ja. Ich habe nur gesagt, es braucht Wasser. Er hätte mal die Bedienungsanleitung lesen können. Ja, gib doch mal her, die Scheißbedienungsanleitung. Die war einem Handschuhfach. Gefragt. Du hast sie doch gehabt. Du hättest ja auch mal fragen können. Ihr seid alle so besserwisserig. Hm? Nee. Ihr kennt doch die Serie, ihr müsst doch wissen, was da passiert. Wir wissen, was passiert, aber du musst deinen Computer fragen, welchen Knopf du dafür drücken musst. Da können wir dir leider nicht helfen. Nicht, dass du ins Wasser Computer fährst. Computer habe ich ja jetzt nicht mehr bei mir. Helm ist ja weg. Nicht, dass du danach ins Wasser fährst und mach blub blub. Vergessen zu verwandeln. Gut, also wir verstecken uns jetzt hinterm Häuschen. Hinter dem Bootshaus da. Genau. Sie ist so ein bisschen, ja, genagelt halt, so älteres Brettzeug, älteres Holz. Nicht, da wird drin genagelt, da ist genagelt. Der Typ ist ein Schuppen! Ohne Shampoo. Aber wir könnten jetzt probieren, sie einfach mit Hilfe deiner Maske zu überwältigen.
Hilfe mit meiner Maske. Ja, indem du ein Kraftfeld um sie projizierst und wir sie damit quasi gefangen haben. Und meine Maske ist im Auto. Ja, ja, da gehen wir natürlich zurück und holen. Es ist jetzt nur ein Vorschlag, was wir machen. Ich glaube, ich hole meinen Helm. Was bringt das? Mit meinem Helm kann ich dieses Hologramm machen, ne? Genau. Ich hole meinen Helm auf. Okay. Wie war das, wenn das Schutzschild drumherum ist? Ist der Raum innen drin? Dann geht ihnen einfach in die Luft aus. Funktioniert das? Frag mich nicht. Das war ja vorher nicht. Gut, ich gehe zu meinem Wagen, hole also mir diesen Helm. Wir gehen aber alle und holen unsere Masken. Sicher ist sicher. Gut. Wir gehen alle, holen unsere Masken, gehen wieder zurück. Ihr schleicht wieder zurück. Du bist jetzt wieder zurückgegangen, ne? Ja, ja. Wir jetzt wieder da. Mit Maske. Mit Deine Maske. Nur? Ja, wir alle. Alle. Ja, wir alle mit Maske, ja. Alle eure. Das ist aber gar nicht auffällig. Muss ich die Leute dafür sehen, dass ich dann so ein Schutzschild um die machen kann? Wen fragst du jetzt? Den Computer. Sie müssen eine direkte Sichtlinie zu Ihrem Ziel haben. Das heißt, ich muss sie sehen. Ihr hört Motorengeräusche, die von da kommen, wo ihr auch hergekommen seid. Achso, bevor wir über den Hügel gefahren sind, ja, aus der Richtung. Ah. Genau, aus der Richtung. Ja. Die werden auch immer lauter. Jetzt, wo wir nicht an unseren Fahrzeugen sind. In Deckung, da kommt wer. Ich würde sagen, wir rennen schnell zu unseren Fahrzeugen zurück, oder? Attacke! Nee, die Fahrzeuge haben wir ja schon ein bisschen versteckt geparkt. Ja, sind ja nicht ersichtlich. Wartet ihr erst noch und wollt gucken, wer da kommt? Ja. Oder ist es egal? Ja, oder zwei gehen zum Fahrzeugen und zwei warten und gucken, wer kommt. Also ich warte auf jeden Fall. Wir sind ja über Funk jetzt verbunden, über die Helme wieder. Genau. Naja, ich gehe zum Fahrzeug zurück, sicherheitshalber. Ich wollen auch. Wollen wir warten? Ja. Über die Hügel. Du kannst ja notfalls in Kuppe. Durch die bisschen Bewaldung und so weiter. Kommt!